Was ich mitgebracht habe, ist von Julius Samann. Der ist über 100 Jahre alt und heisst «Unsere Stammeltern». Und du weißt, Appenzeller sind ein bisschen schüch. Darum habe ich gedacht, vielleicht könntest du mich begleiten auf dem Hackbrett. Ha? Dörst. Tipptopp. Und dann, wenn wir jetzt in den Himmel gehen, weiss nicht, könntest du mir das Himmelsglöckchen machen? Ha? Einfach ein bisschen schellen, wenn ich es Zeichen gebe. Ist gut. Ha? Machen wir. Und wenn ich wieder, wenn ich so mache, musst du wieder hören. Machen wir. Ja, super. Ha? Und dann brauchen wir noch einen hübschen Kopf. Du könntest ihn mit Petrus sehen, im Himmel oben. Ha? Das ist ein schöner Bart anliegen. Also kein Brusthaar, gell? No? Genau. Er liegt ihn schön an. Ja, genau. So über den Kopf aus. Ja, sag mal. Ein Applaus für unseren Petrus. Super. Gut. Jetzt steigen wir in den Himmel. Unsere Stammeltern. Ein Bälli schellt an die Himmelstür. Boldert wie letzt. Der Petrus macht den Laden auf. Der Petrus macht den Laden auf. Und fragt zuerst, was geht's? Habt ihr in den Himmel schauen wollen? Ja, kannst du denken, es hat Zeit. Wir sind auf der Hochzeitsreise. Und haben eine kleine Bitte. Wir finden auf der ganzen Welt kein Plätzchen, das uns gefällt. Weißt du, in Afrika ist es mir zu warm und das Grönland oben zu kalt. Der Himalaya, der ist uns zu hoch und das Siebenland viel zu leer. Am besten wäre ein Bötteli, wo Wellen hat wie das Meer. Und Lisbeth, meine Frau, hätte aber gerne eine schöne Aussicht gehabt. Noch nicht den ganzen Tag die gleiche. Aufs Laufen käme es nicht an. Und weil wir bare Füße sind, sollte es limpfig sein zum Gehen, viel Weisswachs. Und der Sommer durch, gleich alle Lüfte kommen. Ein Kaiser kennt Befehle drin, sollte machen wir gerade allein. Kurzum, sollte wie für einen Sinn Alltag zum Zauern sein. Puh, du lachst, der Petrus. Ist das Rumpelstilzli? Du lachst, der Petrus. Und sagt, könnt das mit. Führt's an den Fallerrand und abwärts geht's. 8 Stegetritt ins Appenzellerland.